Die Voestalpine hier auch als Struktur in Summe gesehen mit doch noch einem sehr starken Fokus im Gesamten auf die Europäische Union, aber mit steigenden Umsätzen in Nordamerika, in Asien. Asien ist im Wechsel überhaupt sehr rasant. Und wie gesagt, mit einer sehr starken Diversität auch in den Niederlassungen. Sie sehen hier auch anhand der Zahlen des vorherigen Geschäftsjahres die Struktur des Umsatzes, an dieser Struktur des Umsatzes hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert. Also hier gibt es eigentlich auch eine sehr starke Konstanz, obwohl natürlich der Bereich Mobilität sich verstärkt entwickelt. Der Überblick jetzt der Voestalpine in der Steiermark. Die Steiermark ist für den ganzen Voestalpine-Konzern ein starkes Zentrum. Drei von den vier Konzerndivisionen sind hier in der Steiermark vertreten. Die Metal Engineering Division, die Special Steel Division, die Metal Engineering Division mit 12 Produktionsgesellschaften, die Metal Engineering Division sogar mit der Holding, also der Divisionsholding hier, und das Ganze an 8 Standorten, traditioneller Nachstand. Summe gesehen auch ein Wirtschaftsfaktor, nicht nur, sondern auch mit den Mitarbeitern. Und wenn man jetzt die Mitarbeiteranzahl mit 3 oder 4 multipliziert, dann ist das also der direkte Auswirkung in die Beschäftigung, die wir hier in der Steiermark auch noch durch unsere Aktivitäten beeinflussen. Und natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor im Hinblick der Investitionen. Also wir haben das da jetzt einmal aufgelistet in den letzten 5 Jahren. Voestalpine in der Steiermark 1 Milliarde Euro investiert. Und ein durchaus ansprechender Anteil dieser Investitionen ist auch in der Steiermark geblieben. Sei es jetzt im Baugewerbe, sei es jetzt im Maschinenbau, sei es in der Zulieferindustrie. Also das ist schon eine Größenordnung, die sehr wichtig ist. Was uns alle auszeichnet hier als steirische Betriebe im Voestalpine-Bereich ist die noch stärker die Exportorientierung mit über 75%. Und das letzte, last but not least, ein wesentliches Thema für uns, ist natürlich die Ausbildung auch der jungen Leute. Wir haben hier 400 Lehrlinge in 16 Lehrberufen in Ausbildung in der Steiermark. Lassen Sie mich nun zum eigentlichen Kernthema meines Vortrages kommen. Das ist die Edelstahl, Special Steel Division. Wir haben in unserer Division 2 Bereiche. Der eine Bereich von den Produktsegmenten her ist der eine Bereich der Werkzeugstahl. Im Werkzeugstahlbereich haben wir, wenn man das sich mit den letzten 2 Jahren vergleicht, in der Entwicklung ganz klar unsere führende Nummer 1 Position in der Welt nicht nur beibehalten, sondern wir haben sie auch ausbauen können. Und zwar sowohl im Schnellarbeitstahl als auch im Werkzeugstahl, im klassischen Werkzeugstahl. Und es ist uns gelungen, im zweiten Produktsegment, den Komponenten, wo wir also Spezialstähle herstellen, zum Beispiel für die Luftfahrtindustrie oder für Automobilzulieferindustrie, Ventilstahl oder die Öl- und Gasindustrie, doch eine Position zu erreichen, wo wir uns durchaus im Spitzenfeld der internationalen Anbieter heute qualifizieren können. Die Aufteilung ist ca. 50% aus dem Bereich heraus für Werkzeugstahl und 50% eben für die Komponenten, und das gibt der gesamten Division doch eine hohe Stabilität. Eine hohe Stabilität gegen immer stärker werdende Zyklen, die sowohl in der Amplitudenhöhe als auch in der Frequenzstärke zunehmen. Das ist nicht jetzt nur eine momentane Erscheinung, das ist eine Tendenz, die sich in die Zukunft so weiter entwickeln wird. Und diese Diversität in unseren Produktsegmenten und damit Industriesegmenten gibt uns eine hohe Stabilität. Ein ganz wesentliches Element ist in unserem strategischen Portfolio die hohe Dislozierung, die hohe Präsenz vor
vor Ort an allen internationalen Märkten. Wir haben auf der einen Seite 8 Produktionswerke, die sind in Österreich, in erster Linie dann in Deutschland und auch in den USA und in Brasilien, aber demgegenüber steht ein enorm starker Ast im sogenannten Service- und Sales-Bereich, im Value-Added-Bereich, wo wir in 45 Ländern vertreten sind mit 150 Standorten. Das ist natürlich eine ungeheuer hohe Komplexität, bedarf einer sehr, sehr hohen Intensität der Logistiksysteme, der Führungssysteme, aber das ist eine historisch gewachsene und von uns intensiv weiter ausgebaute Stärke unserer Division, und diese Stärke hebt uns weit von der internationalen Konkurrenz ab. Also hier sind wir mit großem Vorsprung tätig, hier können wir uns differenzieren, und das ist auch, denke ich, nur äußerst schwierig nachzuholen. Die Kunden aus Automobil, Industrie, Energieerzeugung, Öl und Gas, Maschinenbau und Flugzeugbau sind auch sehr weit diversifiziert, und mit unserem Umsatz von 2,8 Milliarden beschäftigen wir 13.500 Mitarbeiter in Summe in der Division. Nur damit Sie auch ein Gefühl kriegen, von diesen 13.500 sind ungefähr 5.500 Mitarbeiter im Bereich Value-Added Services, also beim Kunden. Sie sehen also die sehr, sehr starke Kundenorientierung, die wir haben. Und auch hier haben wir eine wachsende Anzahl von Mitarbeitern. Was tun wir in erster Linie neben den Investitionen und Produktionen, auf die werde ich später noch eingehen? Wir investieren massiv in die weitere Stärkung dieser Service- und Vertriebsaktivitäten, wobei wir dort immer mehr auch Finishing und Fertigung ansiedeln. Wir haben dort Technologien wie die höchstqualitative Wärmebehandlungen, wir haben Technologien für Oberflächenbeschichtungen in höchster technischer Ausprägung dort. Wir sind dabei, mechanische Fertigungen aufzubauen, das heißt also vor Ort die Dienstleistung am Kunden so weit zu erhöhen, damit wir eine sehr, sehr hohe Kundenbindung bekommen, und das bauen wir aus. Wir haben Standortvergrößerungen, insbesondere in China, umgesetzt, sind dabei, das jetzt auch weiterzuentwickeln. China ist nach wie vor, obwohl man jetzt überall liest und auch, das auch spürt, dass die Wachstumskomponente von China aufgrund der Restrukturierung der chinesischen Industriestrukturen nicht mehr diese Ausprägung hat, die es früher mal hatte, sondern eher jetzt schon in die Nähe eines reiferen Marktes kommt, ist es nach wie vor der Wachstumsmotor global, und wir partizipieren dort. Unsere Division hat in China allein 16 Niederlassungen und mittlerweile in China weit über 650 Mitarbeiter mit stark steigender Tendenz. Also das wird jetzt, aber darüber werden wir diese Woche noch berichten. Es wird diese Woche noch eine Presseaussendung geben über weitere Akquisitionen in China. Heute kann ich dazu aus Vertraulichkeitsgründen noch nichts sagen, aber wir bauen dort auch weiter aus und werden in absehbarer Zeit allein in unserer Division an die 1000 Mitarbeiter in China haben. Wir haben einen neuen Standort in Singapur aufgebaut, die Böhler Pacific Singapur, also das zu Ihrer Frage. Es gibt auch die Böhler nach wie vor am internationalen Paket, aber die Dachmarke ist die Voestalpine, das ist der Anker, der der Regenschirm oder Umbrella, der über die gesamte Division steht. Dieser Standort in Singapur beschäftigt sich in erster Linie für Komponenten im Automobil- und Öl- und Gasindustrie. Jetzt würde man sich natürlich fragen, die Öl- und Gasindustrie liegt momentan am Boden, warum tun die das? Wir sind immer antizyklisch unterwegs gewesen in strategischen Industriesegmenten, denen wir eine Nachhaltigkeit zusprechen. Und ich glaube, es ist durchaus mit richtig zu sagen, dass die Öl- und Gasindustrie nachhaltig auch ein wesentlicher Faktor sein wird. Wir
sehen dort insbesondere auch Nischen der Hochtechnologie, auf das setzen wir. Die Lagerstätten werden immer schwieriger, Sauergaslagerstätten. Das entspricht genau unserer technologischen DNA mit unseren Spezialstellen. Wir können dort Lösungen anbieten, wir forschen und entwickeln in diesem Bereich und wir gehen davon aus, dass dieser Zyklus in der Öl- und Gasindustrie sich zumindest im nächsten Jahr wieder beruhigen wird. Es ist davon auszugehen, aus den heutigen Analysen, dass ja die Gesamtförderung weltweit ja kaum eingebrochen ist. Es ist vielleicht um 1% zurückgegangen, es sind aber die Investitionen in die Exploration massiv zurückgegangen. Und wenn Sie jetzt, kann man das sehr schön sehen, die Kurven anschauen, dass jedes Jahr ungefähr 5-7% der bestehenden Lagerstätten ihre Leistungsfähigkeit verlieren. Und dem gegenüberstellen auch das, was heute in Reserven hier ist, auf Lagern liegt, dann kann man davon ausgehen, dass spätestens im ersten Halbjahr 2017 hier sich diese beiden Kurven schneiden und dann wieder stärker in Exploration gegangen werden muss, damit die Versorgungslage weltweit gesichert ist. Und aus dem ist abzuleiten, dass es sicherlich unzweifelhaft im heurigen Jahr noch eine sehr schwierige Situation im Öl- und Gassegment geben wird, dass aber mit Sicherheit ein Recovery kommen wird, wenn auch vielleicht nicht in dieser doch sehr stark durch das Fracking getriebenen hysterischen Entwicklung, was die wir im Jahr 2012, 13, 14 gesehen haben, aber durchaus als ein ansprechendes Niveau. Und deshalb investieren wir auch, und Singapur ist hier ein Hotspot. Wir haben aber auch in Europa, insbesondere in Polen, unser Portfolio erweitert, insbesondere auch da in die Beschichtungen. Und wie gesagt, Akquisitionen, da sind wir in Umsetzung und da dürfen wir Sie im Laufe der Woche noch einmal mit einer Presseaussendung beglücken. Drei Produktionsgesellschaften in der Steiermark. Ich sagte schon, die Steiermark ist für uns das technologische Herz, insbesondere was die metallurgische Entwicklung unserer Produkte anbelangt, aber auch natürlich die Produktion, insbesondere hier die Böhler Edelstahl in Kapfenberg mit den High-Performance-Werkstoffen. Dort auf der einen Seite natürlich Werkzeugstahl sehr stark, auf der anderen Seite aber auch die Öl- und Gasindustrie, der Energiemaschinenbau und Luftfahrt, die Böhler Schmiedetechnik mit Spezialschmiedeteilen, dort ist es uns gelungen, dieses Unternehmen in den letzten Jahren wirklich zu einem Luftfahrtunternehmen zu transferieren. Mehr als 95% des Umsatzes in der Böhler Schmiedetechnik GmbH wird heute in der Luftfahrt mit einer sehr stark steigenden Komponente vom Umsatz her auch getätigt und wir investieren dort auch sehr stark. Das Investitionsvolumen in diesen drei Werken der letzten 5 Jahre waren 250 Millionen Euro. Und wenn man das heurige anschaut, oder auch für die Zukunft, dann darf ich sagen, dass wir auch im nächsten Jahr mehr als 70 Millionen Euro investieren werden. Und hier geht es nicht nur jetzt um Volumenzuwachs, sondern insbesondere in Technologien, damit wir unsere Spitzenposition absichern können. Wir beschäftigen hier aber, das ist vielleicht auch ganz interessant, nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern wir haben 950 Lieferanten in der Steiermark. Das hat mich selbst überrascht. Ja. Also das ist doch ein sehr großes Volumen, der Einkaufsvolumen von 130 Millionen Euro. Also das ist schon eine interessante Größenordnung, wo also das Geschick unserer Werke in der Steiermark auch die wirtschaftliche Infrastruktur doch, denke ich, sehr positiv beeinflusst. Wenn wir jetzt auf die Luftfahrt hinzeigen, wobei ich sagen muss, also die Luftfahrt ist wirklich auch jetzt im internationalen Entwicklung ein sehr stabiles Element. Es sind ganz klar Wachstumsprognosen für die nächsten
20 Jahre, kann man sagen, da. Wir müssen aber auch realistisch sehen, dass es auch hier immer wieder Zyklen geben wird. Also nicht so, das ist nicht so, dass das so jetzt in einer Linie A nach oben geht. Es gibt hier immer wieder Zyklen, weil wir erwarten einen Zyklus zum Beispiel so 2022 bis 2025, wo es eine gewisse Sättigung gibt. Dann schieben wir erst wieder die neuen Typen der Flugzeuge nach. Aber es ist langfristig eine ganz klare Entwicklung hier zu sehen, an der wir partizipieren. Und es gibt eigentlich außer der Consumer-Industrie kein Industriesegment, von dem man sagen kann, es ist 3,5 bis 4% Wachstum im durchgehend pro Jahr zu sehen. Das ist der Grund, warum wir eben uns massiv jetzt nicht nur in der Böhler Schmiedetechnik, sondern auch in anderen Unternehmensbereichen, also auch in der Böhler Edelstahl, aber auch in der Böhler Bleche, um hier in der Steiermark zu bleiben, intensiv um diese Technologie bemühen, weil es hier um höchstqualitative Produkte geht, schwierige Markteintrittskriterien, aber auch natürlich dann sehr nachhaltige Kundenbeziehungen. Wir haben jetzt in der Böhler Aerospace, wenn man das so zusammenfasst, circa 1000 Mitarbeiter. Wir hatten 2014/15 270 Millionen. Ich darf aber hier, ich glaube, das würde mir der Herr Felsbach erlauben, sagen, dass wir heuer bereits klar über 300 Millionen gehen mit der Luftfahrt. Sie wissen ja, dass wir mittelfristig, das hat der Dr. Eder ja vor kurzem auch gesagt, und das ist unser Ziel, diesen Umsatz mittelfristig verdoppeln wollen. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir das in den nächsten 5 Jahren auch erreichen werden, und zwar aufgebaut auf organisches Wachstum durch Investitionen in unseren Werken, ergänzt durch Investitionen im Value-Added-Bereich, aber ich möchte nicht ausschließen, dass die eine oder andere Akquisition dabei sein kann, die unser Produktportfolio und Leistungsportfolio abrundet. Mittlerweile sind wir einer der 5 größten Zulieferer weltweit. Also das ist schon, das ist die Luftfahrt ist schon eine kleine Familie, aber eine sehr elitäre Familie, und wir haben uns da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Nur als Ergänzung, im gesamten Voestalpine-Konzern sind wir, denke ich, jetzt schon klar über die 350 Millionen Euro Umsatz. Also es ist zwar die Voestalpine Edelstahl, die Special Steel Division, der größte Zulieferant, aber auch die Metal Forming Division ist im Bereich der Luftfahrt in Amerika tätig. Ein weiteres Instrument der Diversifizierung, und in der wir traditionell auch eigentlich schon positioniert haben, ist die Digitalisierung. Ich greife das insofern heraus, ich sagte ja schon, dass wir laufende Investitionsprojekte in der Größenordnung von 70 Millionen pro Jahr umsetzen. Darin sind auch einige wesentliche Elemente der Digitalisierung beinhaltet. Ich habe hier 3 Themenkreise herausgegriffen. Ein Themenkreis ist in der Böhler Edelstahl, das Blockwalzwerk, ist die Digitalisierung eines Produktionsleitsystems vom Auftrag bis zur Qualitätskontrolle, also die Gesamtverfolgung in der Wertschöpfungskette. Ein zweites ist die Schmiedelinie in der Schmiedetechnik. Hier geht es um die Prozessstabilität. Sie wissen ja, dass wir hier am Standort in der Steiermark die größte Spindelpresse der Welt betreiben. Und wenn Sie den Betrieb dort anschauen, dann wissen Sie, welche Gewalten da umgesetzt werden. Und hier die Prozessstabilität, die Anlagenverfügbarkeit und so weiter auch auf einen führenden Status zu halten und noch weiter zu entwickeln, ist die Digitalisierung dieser Prozesse ein enorm wichtiges Instrument. Wir gehen auch hier in die Vorlage, das ist Entwicklung, da kaufen wir nichts von der Stange, sondern wir entwickeln das gemeinsam mit einem steirischen Expertenunternehmen aus Graz,
für uns, und das ist auch eine Technologie, ein Differenzierungselement. Und nicht zuletzt, insbesondere in Zuschlag investieren wir. Ja? Ich weiß jetzt sehr wohl, dass jetzt vor nicht allzu langer Zeit hier im ORF eine Sendung über Zuschlag gelaufen ist, die diese Region nicht unbedingt in den höchsten Tönen für Zukunftssicherheit benannt hat, was aber ab, ich muss dem 100% widersprechen. Wir haben insbesondere in der Böhler Bleche im Zuschlag über die Jahre intensivst investiert. Dafür, also zum Beispiel, das war gar nicht so lange her, auch mit großen medialen Response die Eröffnung unserer Kaltwalzlinie dort erwähnen. Und wir machen dort weiter, und insbesondere mit Zuschlag und die BPG hat einen Schwerpunkt in der Digitalisierung der Prozesse. Wir sind dort dabei, das Finishing umzusetzen. Wenn Sie da Details wissen wollen, es sitzt der Chef da, also junge Techniker, Sie sehen, die voll im Saft stehen, was die Elektronik anbelangt. Ich tue mir da ein bisschen schwer manchmal. Also ich Detailfragen bitte ich dann an ihn zu wenden, bevor ich mich da zu sehr ins Detail ergebe. Also das sind Industrie 4.0, Digitalisierung sind Schwerpunkte, die wir hier absolut in der Steiermark setzen. Wir investieren aber auch in andere Technologien, vollautomatisierte Beizlinge in der Böhler Edelstahl, modernste Technologie. Hier geht es uns auch insbesondere um Ökologie. Also es ist nicht nur, dass wir jetzt auf Produktivität schauen, sondern da geht es auch wirklich, ein großer Anteil dieser Investition geht in die Themenstellung Reduktion von Ressourcen, Reduktion vom Frischwasserverbrauch zum Beispiel, und das verbunden mit moderner Technologie. Ausbau der Luftfahrt in der Böhler Schmiedetechnik, sagte ich bereits, und Böhler Bleche. Hier werden wir auch noch ein Projekt jetzt angehen, das nennt sich Rolex, das hat aber nichts mit der Uhr zu tun, sondern da geht es darum, dass wir unsere Möglichkeiten am Walzwerk erweitern, dass wir in breitere Bleche gehen, dass wir wirklich als Luftfahrtlieferant uns positionieren und uns auch mit neuen Werkstoffen beschäftigen. Wir beschäftigen uns auch in Zukunft mit Titanblechen. Und das ist ein Riesenschritt, weil wir sind dann in Europa der Einzige, der in der Lage ist, Titanbleche in der EU zu walzen. Es gibt nur in Russland einen und es gibt in Amerika einen. Und wozu braucht man Titanbleche? Titanbleche braucht man. Titan ist ja ein Werkstoff, der in der Luftfahrt, insbesondere bei den Turbinen, zur Anwendung kommt. Und da, aus diesen Titanblechen werden dann Formen geschnitten. Und die werden dann verformt. Und Titan hatte insbesondere im Triebwerk, aber auch in anderen Strukturteilen den Vorteil, dass es ein geringes spezifisches Gewicht mit hoher Leistungsfähigkeit hat. Und wir haben neben dem Titanblech als eine unserer Kernkompetenzen die Nickelbasis. Und dort, wo Titanblech aufgrund der Temperatureinflüsse nicht mehr in Anwendung kommt, Nickelbasis in Anwendung. Und das heißt, wir sind dann über alle Stufen in der Triebwerktechnik vertreten mit unseren Produkten und auch in Strukturteilen vertreten. Und daher ist das Titan für uns ein weiterer Schritt, obwohl wir Edelstahl heißen oder Special Steel heißen, haben wir Nickelbasis und Titan jetzt also integriert und sehen uns hier mehr und mehr auch als Werkstoffspezialist über den Produkt, das auf reiner Stahlbasis hergestellt wird, hinaus. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, wird uns noch sehr herausfordern in den nächsten Jahren, aber diese ganzen Thematik, weil auch hier ist Digitalisierung, Prozesstechnik, Erweiterung des Portfolios weiter wichtig, dass letztendlich dann auch neue Produkte entstehen und nicht nur die Prozesse verbessert werden. Ein ganz wesentliches Thema, wenn auch jetzt nicht erwartbar, dass in den nächsten 3 Jahren hier die Umsätze in die hunderte Millionen explodieren, aber wir sind da mit Sicherheit ein Vorreiter, ist das Metal Additive Manufacturing oder im Volksmund 3D-Drucken genannt. Böhler Edelstahl hat ein ganz klares Ziel, als Werkstofflieferant im
mit Pulverwerkstoffen sich hier in die gleiche Position zu bringen als mit Werkzeugstahl. Wir haben in Düsseldorf ein 3D-Forschungszentrum gegründet. Das ist in Umsetzen. Die ersten 3D-Drucker sind bereits eingelangt. Wir wollen in erster Linie das Metallpulver entwickeln in die Zukunft, wollen aber auch in der Lage sein, Komponenten herzustellen oder mit dem Kunden gemeinsam hier Komponenten zu entwickeln. Dieses 3D-Zentrum in Düsseldorf ist in Hochlaufen. Kapfenberg wird das Pulver dafür entwickeln und liefern. Und damit bin ich überzeugt, dass wir eine hervorragende Position auch in diesem sehr in die Zukunft orientierter Technologie einnehmen können. Um das zu unterstützen, haben wir in Kapfenberg eine Pulververdüsungsanlage, höchst moderne, investiert, um diese Pulver weiterzuentwickeln, aber auch in entsprechenden Mengen zu produzieren. Diese Anlage wird auch heuer in Betrieb gehen und uns die Möglichkeit geben, jetzt auch neue Legierungskompositionen darzustellen. Das Zukunftspotenzial daraus liegt in der Luft- und der Raumfahrt und der Automotive. Da kann man das heute bereits greifen. Aber ich glaube, dass insbesondere im Sondermaschinenbau das Potenzial heute gar nicht abgreifbar ist. Jetzt will ich nicht unbedingt die Zahnärzte zu den Sondermaschinenbauern machen, aber zum Beispiel nur als kleines Bonbon am Rande, der überwiegende Anteil jetzt von Implantaten wird bereits 3D gedruckt. Ja? Aber die Medizintechnik ist zum Beispiel auch ein Segment, das sehr stark darauf hingeht. Ich hoffe, von Ihnen musste das noch keiner nutzen, dass er ein Hüftgelenk mit Böhlerstahl hat. Ja? Das wird heute noch geschmiedet, aber ich wage jetzt die Prognose, dass das in Zukunft 3D gedruckt wird und zwar maßgeschneidert abgenommen. Und dafür werden wir die Pulver liefern. Ja? Und da ist aber noch ein großer Entwicklungsweg dahin. Das ist das Verfahren und die Metallurgie muss ja abgestimmt werden. Und wir stellen uns dieser großen Verantwortung und dieser großen Herausforderung, weil wir die Kraft dazu haben und die Kompetenz dazu haben. Wir haben ein chemisches Labor, ich möchte es nicht hin, aber meine Produktionsleute sagen immer, du redest immer nur von den Pressen und du redest immer nur von den Walzwerken und was da spielt. Aber ich habe eine riesige Infrastruktur dahinter, ja, die man investieren muss, um überhaupt mit dabei zu sein. Das vergisst man immer. Da gehen Millionen hinein, zum Beispiel in Labors, in Qualitätssicherungen und so weiter, wo wir aber auch auf der anderen Seite höchstqualifizierte Mitarbeiter brauchen. Wir haben gerade in diesen Segmenten höchstqualifizierte Mitarbeiter. In der Steiermark natürlich eine historisch gewachsene, hervorragende Infrastruktur auf universitärer Basis und FH-Basis. Und das möchte ich schon auch einmal erwähnen, auch das ist ein Erfolgselement, an dem wir partizipieren können. Das hat man mit Sicherheit nicht überall, aber mit Graz als Universitätsstadt, mit Leoben als Universitätsstadt, mit FH in Kapfenberg, dort bekommen wir diese Leute, die wir für diese Komplexität brauchen. Und da geht es nicht nur um die Produktion, sondern da geht es um viele andere Themen rundherum. Ausbildungszentrum Kapfenberg, wir beginnen vielleicht, das möchte ich auch sagen, mit dem 3D-Druck bereits in unserer Lehrwerkstätte. Wir haben voriges Jahr einen 3D-Drucker angeschafft für unsere Lehrlinge, damit sie von vornherein mit diesen Technologien lernen. Jetzt ist natürlich das nicht so, dass die dort jetzt schon, weiß gar nicht, wo seine Werkstücke machen, aber, und die Jugend geht ja mit den Sachen um, das ist ja unglaublich. Ja, also das ist ja die Affinität hin, aber wir führen sie da schon an diese Technologien heran. Ja? Die nehmen das mit großer Freude auf und sie tragen ja das dann weiter. Das sind ja noch die Facharbeiter, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit diesen Technologien konfrontiert werden und für die ist das dann die Normalität überhaupt. Ja? Also für nicht nur jetzt die Digitalisierung von CAD, CRM-Systemen, sondern überhaupt die neuen Technologien. Und universitär, was machen wir hier? Ganz wesentlich, wir integrieren immer mehr die universitäre, das war schon immer traditionell, aber immer mehr die universitäre Infrastruktur in die Innovation.
Wir müssen ein offenes Innovationssystem schaffen. Ein Unternehmen, klassisch früher, hat eine F&E-Abteilung gehabt, das war mehr Blackbox, wo also so Geheimniskrämen drinnen die eigene Suppe gekocht worden ist. Das geht heute nicht mehr. Die Technologien werden so komplex, die Zeiten, die Entwicklungszyklen werden so kurz, dass man wirklich ein offenes Innovationssystem entwickeln muss, wo man auch alle Kompetenzen integriert, die man hat. Gerade da ist die Universität sehr wichtig. Wir haben ein Christian-Doppler-Labor für Beschichtungstechnologien eingerichtet, wo wir uns physikalische Beschichtungen anschauen. Auch hier von Luftfahrt angefangen, über Werkzeug bis hin zur Medizintechnik. Also auch hier Medizintechnik, also das von mir vorher genannte Hüftgelenk wird dann zum Beispiel mit einer physikalische Beschichtung versehen, die eine hohe Affinität zu lebender Materie hat. Aber Beschichtungstechnologie geht also von Luftfahrt bis zu Öl und Gas, bis zum Knochen. Ein Forschungsprojekt im Öl und Gas mit dem Institut und eine Stiftungsprofessur Luftfahrt wurde, ich denke, das ist schon bekannt, hier in Graz platziert, in Zusammenarbeit mit BMW, haben wir sehr, sehr stark betrieben. Muss ich aber auch sagen, da hat man auch eine sehr hohe Resonanz bekommen vor 2 Jahren von BMW. Die haben gesagt, wir wollen und wir müssen in Österreich was machen. Wir müssen hier auch Grundlagenforschung machen, wir müssen Ausbildung machen, wir müssen mit dem Schwerpunkt aber natürlich in die Wertstoffe gehen. Und Graz hat das beste Package abgeliefert und hat hier den Zuschlag bekommen. Und es ist jetzt die Ausschreibung am Laufen. Ich bin überzeugt, dass wir ein sehr guter Mann kommen. Und ich bin da sehr, sehr erwartungsvoll, aber auch sehr positiv, dass wir hier in Graz eine Kompetenz mit diesen Werken, weil es ja nicht nur wir, ich meine, ich rede für die Föst, aber ich möchte auch erwähnen, auch Bankl zum Beispiel, ne? Mit denen wir aber engst zusammenarbeiten, ist aber auch ein sehr stark. Es gibt andere Luftfahrtunternehmen. Ist er sicher ein fundamentaler Schritt, der die Steiermark weiterbringt, und die Luftfahrt ist ja auch in den ACES Thüringen mit eingebunden. Also das ist ja auch, also da sieht man schon die Bekenntnis der gesamten Industrie und das Umfeld. So, das heißt also zusammengefasst, möchte ich noch einmal klar sagen, die steirischen Betriebe für die Special Steel Division traditionell eine technologische Basis. Diese technologische Basis wird durch Investitionen in modernste Technologien nicht nur unterstützt, sondern weiter ausgebaut. Es wird investiert in die Ausbildung, es wird investiert in die jungen Mitarbeiter. So gesehen ist die Steiermark mit ihren Werken hier oder mit unseren Werken hier in einer sehr stabilen Basis, und ich glaube, dass wir da sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen können. Das war so mein Überblick, und jetzt stehe ich natürlich sehr gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, willkommen, Girotto, vielen herzlichen Dank. Es war erwartungsgemäß sehr dicht, sehr, sehr substanziell, sehr, sehr viel, und vor allem Sie uns Einblick gegeben. Ich denke, das eine oder andere war in der Form noch nicht bekannt, und insofern ein sehr schöner Einstieg. Vielen Dank. Und ich habe so das Gefühl, es gibt mehr als bloß eine Frage. Bitte, wer eröffnet den Dialog? Bitte, Herr Kollege. Ich würde gerne wissen, Sie haben gesprochen über die Digitalisierung, und von den steirischen Experten aus Graz, um wen handelt es sich da? Wer ist das? Das habe ich akustisch nicht verstanden. In Bezug auf die Digitalisierung, ich gesagt, dass es in der Steiermark einen Experten gibt, und der sich aus Graz, ich wollte Das ist ein kleines Unternehmen, und wir sollten die Namen kennen. Die Firma Gamet ist das. Sehen Sie, also darum habe ich Verstärkung mit, weil mein Namensgedächtnis ein bisschen weg. Das ist die Gamet. Gustav Adolf Martha Emil Dorak. Also, lange zusammen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass wir, wenn wir die Kompetenzen in der Steiermark binden, auch im Sinne der Intellectual Property, ja, um das neudeutsche Wort, also der Sicherung des Know-hows, hier so Kooperationen aufzubauen, weil das enorm wichtig ist. Und diese Interaktion fördern wir, wo wir nur können. Dieses 3D-Metallbasis-Verfahren,
Welche Festigkeiten erwarten Sie sich da im Vergleich zu einem geschmiedeten Teil? Ja, das ist hochinteressant. Das ist wirklich eine hochinteressante Frage. Wir haben ja da einiges jetzt auch schon in Versuchen. Wir arbeiten da mit verschiedenen Instituten zusammen. Jetzt sind wir in der Lage, das selber zu machen. Wir haben in unserem schwedischen Unternehmen in Udeholm haben wir die ersten Versuche gemacht und sind überraschend, ja, in Bereiche vorgestoßen, wo wir jetzt bereits in den Versuchsbasis hinkommen auf 75-80% der Festigkeitseigenschaften des geschmiedeten Materials. Das ist für uns selbst überraschend gewesen. Es gibt natürlich noch gewisse andere Nachteile, es ist ja nicht nur die Festigkeit, aber ich würde es jetzt einmal so sagen, für spezifische Einsatzfälle sind wir relativ bald in der Lage, den Anforderungen, die technologisch im Einbau gegeben werden, dass wir diese Anforderungen erfüllen. Und das ist ja auch der Grund, warum insbesondere die Luftfahrtindustrie heute bereits massiv mit verschiedenen Werkstoffen hier experimentiert und die auch umsetzt. Es gibt heute Flieger, wo bereits 4.000, 5.000, 8.000 Elemente, die 3D gedruckt sind, drinnen sind, zwar noch nicht in systemkritischen Teilen, aber durchaus schon eingesetzt werden. Und ich bin überzeugt, dass wir hier in absehbarer Zeit die Technologie hinkriegen, aber, und ich muss jetzt anzeigen, was das Video ist, wir sind so optimistisch, in wesentlichen Bereichen wird heute mit Standardmaterial gedruckt. Und das Material, das Pulver, ist noch nicht optimiert auf die Verfahrenstechnologie hin. Und gerade da stoßen wir hinein. Ja. Wir werden eigene Pulverlegierungen entwickeln, werden die auch optimieren. Das ist noch ein langer Weg. Also wenn Sie die Lebenszykluskurve sehen, dann befinden wir uns hier in der Markteintrittsphase. Und da können aber gerade wir sind wirklich sehr stark hier, wir haben auch die entsprechende Breite, da können wir auch den Forschungsdruck aufbauen, der uns dort differenziert wird. Sie sagen 8.000 Stück wird das, also Sie wollen 3D-Drucken als Serienteile, 3D-Verfahren herstellen, weil der Vorteil ist ja auch für sich die Losgröße 1. Ja, es ist ja nicht nur die Losgröße, ich meine, 3D-Drucken hat zwei Themen. Natürlich ist ein wesentlicher Vorteil die Losgröße 1. Der für mich als Techniker jetzt noch viel größere Vorteil ist, dass ich damit komplexe Strukturen herstellen kann, die ich mit herkömmlichen Verfahren gar nicht herstellen kann. Wenn Sie mir erlauben, bleibe ich wieder bei der Medizintechnik. Sie können im 3D-Druck einen Knochen Ersatz herstellen, der innen eine Warmstruktur hat, wie eben in der Natur auch. Das können Sie heute nicht herstellen. Ja? Den Siemens Lufthaken gibt es nicht, nicht. Also irgendwo muss ich bearbeiten können. Das heißt, ich kann Warmstrukturen entwickeln. Sie werden, denke ich, von mir dann diesen Vortrag bekommen. Da ist also eine Warmstruktur, glaube ich, sogar drinnen. Das ist zum Beispiel ein 3D-Druckteil, der ist herkömmlich nicht darstellbar. Das heißt, es gibt komplett neue Designelemente und die ermöglichen dann Leichtbau, die ermöglichen Funktionsoberflächen, Funktionsstrukturen, die heute gar nicht darstellbar sind. Das ist ein Thema und das zu unserer Strategie. Schauen Sie, wie sich das Marktmodell des 3D-Druckens oder die Marktlogik in 5 oder 10 Jahren darstellen wird, kann man heute schwer herleiten. Wir haben ein ganz einfaches Ziel. Wir haben eigentlich das Ziel, egal ob jetzt ein Unternehmen selbst druckt, ein OEM, oder ob es Dienstleistungsunternehmen gibt, die drucken. Das heißt Voestalpine Insight, so wie Intel Insight. Wir wollen der sein, der das Pulver liefert. Aber wir müssen auch in der Lage sein, selbst Bauteile herzustellen. Die Technologie beherrschen. Und wir werden, ich möchte nicht ausschließen, dass wir für spezifische Einsatzfälle auch in die Bauteilfertigung gehen. Vielleicht gemeinsam mit einer Divisionsschwester Automotive, nicht? Also die Metal Forming ist ja massiv drin, die beschäftigt sich schon intensiv damit. Ja? Also auch der Voest Konzern wird, ich denke, mit hoher Sicherheit auch in die Bauteilfertigung gehen. Aber unser primäres Interesse ist natürlich der Werkstoff Pulver. Ja,
Sie haben angesprochen, dass Sie mit einer Erholung der Gasölindustrie im nächsten Jahr rechnen. Was heißt das für Ihren Betrieb in Kindberg, wo jetzt von uns bekannt wurde, dass Kurzarbeit eingeführt wurde? Wie sehen Sie da die Aussichten? Kingberg ist ein Teil der Metal Engineering Division, also ist nicht mein Betrieb. Daher möchte ich über Kingberg jetzt nicht im Detail sprechen, aber vielleicht beantwortet das Ihre Frage. Ich habe die logische Herleitung, warum ich davon ausgehe, es ist nicht ein Wunschkonzert, dass sich die Öl- und Gasindustrie wieder erholt, habe ich gemacht, also noch einmal, also Exploration, Verbrauch. Im Grunde genommen ist es wie bei der Instandhaltung. Ne? Wenn Sie eine Maschine aus Kostengründen lange nicht instand halten, kommen Sie irgendwann einmal zum Punkt, wo Sie es instand halten müssen und dann wird es doppelt so teuer. Und so ähnlich, glaube ich, wird es auch in der Öl- und Gasindustrie sein. Es wird jetzt irrsinnig viel runtergeschnitten, ist ganz klar, aber ich gehe davon aus, dass sich die Öl- und Gasindustrie dann wieder erholen wird, weil einfach, wenn Sie jetzt anschauen, auch langfristig, es werden jetzt an die 100 Millionen Barrel, glaube ich, nein, 95 Millionen Barrel oder was produziert. Auch mit einer vorsichtigen Prognose muss man sagen, dass nach 2020 105 bis 110 Millionen Barrel produziert werden. Ne? Weil einfach zwar auf der einen Seite E-Mobility und so weiter kommen wird, aber in den Emerging Markets und in den Schwellenländern die Mobilität nur über diese Verbrennungskraftmotoren dargestellt wird. Ja. Also es wird auch langfristig ein Wachstum geben. Aber selbst wenn Sie das Wachstum nicht ansetzen, noch einmal verlieren die bestehenden Lagerstätten 5-7%. Und wenn wir jetzt einfach hochrechnen, das tun wir 5 Jahre nicht explorieren, so viel kann man jetzt gar nicht durch alternative Energien darstellen, dass es hier nicht ein Gap gibt. Also muss das wieder kommen. Jetzt würde ich bitte keine Wette annehmen, wo Sie sagen, Herr Rotter, ist das jetzt im September diesen Jahres oder im März nächsten Jahres? Das kann man nicht sagen. Ich glaube, dass das heurige Jahr noch sehr schwierig werden wird. Ich bin aber auch sehr überzeugt, dass das nächste Jahr sich in eine klare Entwicklung geben wird, die wieder, also ein Widerstarken des Marktes bringt, und darauf setzen wir auch. Aber jetzt wirklich bitte. Ja, danke. Claudio Schießer, Insert Politics. Wir haben selber einen 3D-Drucker im Einsatz, und jetzt kommt auch ein eigener Blog dazu raus, 3D-Plastikdruck, wie Sie vorher gesagt haben, komplexe Formen, wir können das mittlerweile auch, also Gelenke etc., aus einem Stück. Jetzt ist aber die Frage, glauben Sie, dass die FÖST sozusagen auch in Zukunft ein Hersteller wird, der für Consumer oder für Startups auch interessiert wird? Ein Hersteller wovon jetzt? Von Pulvern, also Magneten. Also naja, sicher. Ich meine, ist für uns, wir schränken hier keine Kundenkreise ein. Die DNA unserer Kunden sollte unbedingt immer technologieorientiert sein. Also wenn Sie uns zusammenfassen, die FÖST Turbine ist stark dort, wo es darum geht, Kundenlösungen zu bringen, die einen hohen technologischen Anforderungen darstellen. Darum produzieren wir auch keinen Baustahl. Ne? Und wenn Sie das jetzt auf das Pulver und die Pulvermethodologie im metallischen Pulverbereich umlegen, dann werden wir mit Sicherheit auch dort die Spezialstelle suchen, die jetzt wirklich höchste Kundenanforderungen erfüllen. Aber das ist, schauen Sie, gerade Start-up-Unternehmen sind in so einer Phase der Lebenszykluskurve einer Technologie ein wesentlicher Partner. Ja, und wir haben auch kleinere Unternehmen, mit denen wir hier jetzt schon kommunizieren, über Zusammenarbeit, über Kooperation für spezifische Anwendungsfälle. Zum Kollegen, eine dazu, bitte zurück. Sie sind ja Gott sei Dank aus der Sicht der Steiermark einmal auch, glaube ich, ein guter Treiber für die Zukunft. Das heißt, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass einiges an Arbeitsplätzen neu entstehen wird. Ich sehe jetzt nur etwas, weil ich zum Beispiel mal Kontakt hatte mit Ihrer Abteilung für diese Nickel-Basislegierungen, dass sehr viele Konstrukteure im Lande mit derartigen Werkstoffen, und ich glaube, bei Wolf wird es nicht ähnlich sein, eigentlich überhaupt noch keine Expertise haben, teilweise nicht einmal wissen, wo sie hingehen sollen. Ne? Also ich hätte einmal geortet, dass es hier auch einen Art Akademiebedarf gibt, weil ich war lange Zeit auch in der Autoindustrie und da läuft sehr oft das System, der Changing Running System. Haben Sie in die Richtung gedacht? Wenn ich jetzt mal dran denke, Autoindustrie,
Ihre Technologie, das sind in Europa zigtausend Leute, die wahrscheinlich in irgendeiner Form Instruktions-, Schulungs-, Informationsbedarf haben. Mehr als nur nachschauen. Ne? Ja, absolut. Sie haben also wirklich ein ganz schwieriges Thema hier angesprochen. Es sind aber zwei komplett verschiedene Werkstoffe. Jetzt Nickelbasis ist ja sehr stark in der Luftfahrt auch drinnen. Ja, ich wollte es sagen. Daher auch unsere Bemühungen. Wir haben jetzt zum Beispiel in eine Stiftungsprofessur in Rom auf Stahlbasis jetzt initiiert. Wir haben die Stiftungsprofessur in Graz mit Luftfahrtwerkstoffen initiiert. Wir haben sehr eng mit der FH zusammen, um gerade hier auch das Ingenieurswesen mit diesem Werkstoff vertraut zu machen. Beim 3D-Drucken ist das überhaupt ein essentielles Thema. Drum, das 3D-Drucken, und das möchte ich auch hier sagen, ist kein Thema, wenn man sagt, ab nächstes Jahr geht dort die Sause los. Gerade dort sind die Konstrukteure und die Techniker erst auszubilden, die mit dem überhaupt umzugehen können. Ganz einfaches Beispiel, ich habe früher den Knochen genannt. Es gibt heute noch keine Berechnungsprogramme, die zum Beispiel jetzt, so wie ein finites Elemente-Programm, alle Eigenschaften so einer Konstruktion voll erfassen können. Das heißt, hier, das ist ein sehr komplexes Innovationsnebel um dieses Kernelement 3D herum, wo man Innovationen bringen muss, um das Gesamtsystem dann wirklich zu seiner Leistungsfähigkeit zu bringen. Und ein ganz wesentliches Teil ist, unsere jungen Ingenieure, die heute von HTLs kommen, die sind gewohnt, noch aus der alten Statik und Dynamik und die Konstruktionslehre zu arbeiten. Ja? Und da müssen wir massiv wirken, dass die jetzt mit diesen neuen Technologien zu arbeiten beginnen. Und das ist aber, wir dürfen eins nicht vergessen, durch die digitale Vernetzung auch der Ausbildung der jungen Leute über das, ist die Lerngeschwindigkeit damit umzugehen enorm gestiegen. Das merken wir schon, also das ist schon gewaltig, aber es ist eine riesen Herausforderung, das ist klar. Darum arbeiten wir auch hier in der Entwicklung intensivst mit Anwendern zusammen, die wieder hier ihr Anwendungswissen hier einbringen. Wir können gar nicht das Designwesen nehmen. Wir sind hier der Partner im Verfahren und in der Methodologie. Ich möchte bei einem, denke ich, nicht unwesentlichen Stichwort von Herrn Kollegen noch einmal anknüpfen, nämlich Arbeitsplätze, Arbeitsmarktsituation. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die in diesem Bereich, den Sie uns heute vorgestellt haben, mindestens stabil, beziehungsweise möglicherweise sogar etwas expansiv in den nächsten Jahren. Also, wo ich definitiv expansive Themen sehe, ist die Luftfahrt zum Beispiel. Aber natürlich auch in der Pulvermetallurgie, wenn das sich so weiterentwickelt, davon gehe ich aus, sind das mit sicherlich sehr attraktive Arbeitsplätze der Zukunft. Frage noch zur Luftfahrt, Entschuldigung. Sie haben vorher Boeing im Vortrag erwähnt und die Airbus. Wie schaut es mit dem anderen neuen Einsatz? Naja, die anderen OEMs, jetzt sagen wir mal Boeing, Airbus, Embraer, das ist einmal die eine Seite, dann gibt es OEMs unter Anführungszeichen, das ist zum Beispiel GE, das ist MTU, und so, das sind die Triebwerkshersteller, die sind im Grunde genommen bei allen OEMs heute vertreten. Ja? Bei den russischen nicht, da hätte ich ein Problem, glaube ich, mit der amerikanischen Regierung momentan, mit den chinesischen Comas. Sind wir indirekt jetzt natürlich über die anderen drinnen, aber China ist mit Sicherheit ein Entwicklungsgebiet in den letzten 10 Jahren, wo wir dabei sind, eine eigene Strategie aufzusetzen. Military? Wir haben eigentlich keine Spezialisierung oder so, wir setzen massiv auf Military. Natürlich liefern wir auch für Helikopter Schmiedeteile, ja, wo man nicht weiß, ob der jetzt auch Militär, aber wir haben kein militäres Segment, das wir aktiv bearbeiten. Kommen wir, muss ich Ihnen ehrlich sagen, wir kommen nicht rein, zum Beispiel in Amerika, in die Militär, das ist uns verschlossen. Ja. Und so ist es auch, und in China schon gar nicht. Ja. Also jetzt kann man darüber diskutieren, das ist ein Nachteil eines österreichischen Unternehmens, weil wir von dieser sehr finanzkräftigen Kundenlandschaft abgeschnitten sind, aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, bin ich ja froh, wenn wir da, weil du kommst da immer irgendwie des Teufels Küche. Wir haben ja da in ferner Vergangenheit schon unsere Erfahrungen gemacht. Ne?
Im Vorgespräch zum Vorstand Eber gewarnt vor der Konkurrenz in Asien und dass die europäische Stahlbranche da in möglicherweise ins Hintertreffen geraten könnte. Auch was die Technologieführerschaft betrifft, wie sehr betrifft das aus Ihrer Sicht Ihre Division? Man muss ganz klar sagen, dass China ist ja angesprochen als Asien, dass die chinesische und die Leistungsfähigkeit der chinesischen Industrie nicht unterschätzt werden darf. Man darf nicht vergessen, dass das europäische Marktmodell darauf aufgebaut hat, Höchsttechnologie zu produzieren und nach China zu liefern. Aber das nicht nur am Produkt, sondern auch am Verfahren. Das heißt, der europäische Anlagenbau hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Chinesen heute Anlagen und Verfahrensstrukturen haben, die durchaus mit europäischen Verfahrensstrukturen auf gleicher Niveau stehen. Die Chinesen haben auch eines gemacht, sie haben am Markt vorbei investiert und daraus resultieren enorme Überkapazitäten in China. Und jetzt gibt es den neuen Fünfjahresplan in China und da könnte ich jetzt einen Vortrag über eine Stunde halten, was für Auswirkungen hat, das würde das sprengen. Ist aber so ausgerichtet, dass auch China mehr die Qualitätssegmente geht und versucht, diese Mengenstrategie zu verlassen. Und baut Mengen ab. Aber diese Mengenstrategie werden die Chinesen noch über viele Jahre aufrechterhalten müssen, damit sie ein Soft Landing hinbringen. Und hier wird man vor allem in den unteren Qualitätssegmenten, auch in der Stahlbranche, nach wie vor in Europa konfrontiert sein mit chinesischen Preisen und mit chinesischem Material. Jetzt ist einmal grundsätzlich die First, aber lassen Sie mich hier auf meine Division gehen. Insbesondere in einer anderen Position, als dass wir eigentlich nicht auf das Mengen- und Massenware ausgerichtet sind, sondern wenn Sie sowohl im oberen Drittel der Qualitätspyramide daheim sind. Aber auch das ist kein Grund, sich auszuruhen, weil diese Position muss man halten. Und insbesondere deshalb ist es aber auch wichtig, Wertschöpfung hier, wo wir diese Produkte entwickeln, unbedingt zu halten, denn Know-how-Führerschaft folgt der Wertschöpfung. Das heißt, wenn wir hier nicht produzieren würden, könnten wir auch unsere Technologie nicht erhalten, weil hier zu entwickeln und zu produzieren jetzt in China, das funktioniert nicht. Sie brauchen den laufenden Feedback, Sie brauchen die laufende Interaktion zwischen Wertschöpfung und Forschung und Entwicklung. Das können wir heute, diese Struktur sichert uns heute ab. Wir müssen aber sehr wohl, sehr, sehr intensiv darauf schauen, dass wir diese Wettbewerbsposition halten und natürlich in Summe gesehen sind auch wir davon betroffen, dass Chinesen doch einen nicht unentscheidenden Anteil der Qualitätspyramide heute abdecken und damit mit Niedrigpreis nach Europa reingehen. Europa ist der einzige offene Markt. Ja. Kann man das in die Frage von Kollegen insofern so deuten, dass sie Schutzzölle fordern? Ich würde einfach Maßnahmen in der europäischen Industriepolitik, da gibt es mehr, es gibt tarifarische, es gibt nicht tarifarische, es gibt eine breite Bandbreite, aber es ist sicherlich grundsätzlich so, dass wenn Europa seine technologische und industrielle Struktur erhalten will, dann kann sie das nicht nur der Industrie überlassen, dann muss auch die Politik diesbezüglich eingreifen. Ich möchte es jetzt nicht auf ein Thema Schutzzölle reduzieren, sondern die Politik hat hier ein breites Spektrum. Aber die Aussage ist grundsätzlich, es muss die Industriegesinnung in Europa zur Erhaltung des europäischen Wohlstandes hier überdacht und angepasst werden. Ja, ich würde gerne an das Thema anhängen, der Mix Christoph ist bei Steiermark. Die erste Frage wäre zur Zukunft der Hochöfen in Donauwitz, weil es da natürlich auch die Diskussion gibt, vor allem im Zusammenhang mit der europäischen Energie- und Klimapolitik und der Pelletieranlage in Corpus Christi. Und meine zweite Frage wäre ganz allgemein, Sie haben ganz grundsätzlich zwar den Standort Steiermark und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelobt, das ist sehr schön, aber was erwarten Sie sich darüber hinaus, auch wenn der Grundstock relativ gut funktioniert, was erwarten Sie sich von der Steiermark und wo würden Sie sagen, wir brauchen eigentlich die Hilfe des Landes, das war
sehr wichtig. Natürlich auch mit dem Kern, den Sie angesprochen haben, diese Industriegesinnung, die wir natürlich schon auch brauchen, ein bisschen zu der anzutragen. Ja, zur ersten Frage bitte. Ich bin die Special Steel Division. Wenn Sie hier eine Frage haben, also zu Donowitz, also zur Metal Engineering Division, ist der Herr Felsbach hier, bitte ich diese Frage an ihn zu richten. Auch der keines dafür würde nicht über meine Division sprechen. Daher bitte mir Hochhöfe und so weiter. Keine Frage. Das Loben, nicht schimpfen, ist nur glaubt. Also mein Lob spricht sich dahingehend aus, dass diese ganze Struktur in der Steiermark in der Historie aufgebaut wurde und dass wir hier heute in der Steiermark eigentlich eine vernünftige Basis vorfinden. Aber diese Basis ist nicht ein Selbstläufer. Das heißt, wo krankt es denn heute am meisten? Ne? Wir haben heute über die akademischen Themen gesprochen, also die Akademikausbildung. Ich glaube, das haben wir im ganzen Griff, ja, mit den Universitäten und so weiter. Bei den Facharbeitern sagte ich, wir bilden hier 400 Facharbeiter in der Steiermark aus. Der größte Ausbildende ist Kapfenberg mit 250. Ja. Da fängt es aber jetzt schon an, dass wir zunehmend immer mehr Probleme bekommen, junge Leute heranzuführen zu uns. Jetzt ist nicht, man war früher vier Anwärter waren auf einen Lehrling, sind es heute glaube ich noch zwei oder was, oder zweieinhalb, also nur statistisch, wir haben keine halben. So, das größere Problem ist aber, dass das Bildungsniveau massiv gesunken ist. Ja? Jetzt kompensieren wir zum Beispiel das heute, indem wir in den ersten Lehrjahr Deutsch, Rechnen, also Grunddinge mitschulen, damit wir die jungen Leute überhaupt in die Lage versetzen, die immer höher werdenden Anforderungen eines Facharbeiterberufes auch gerecht zu werden. Das sind ja Leute, die arbeiten an Digitalisierungsmaschinen, nicht? Oder digitalisierten Maschinen. Also hier, und da können wir jetzt noch kompensieren, aber das ist jetzt eine grundsätzliche bildungspolitische Aufgabe. Ja, jetzt können wir darüber reden, ist das die Aufgabe der Steiermark, da möchte ich mich nicht einmischen. Ja? Aber das ist zum Beispiel ein Thema. Das zweite Thema ist mit Sicherheit die Infrastruktur. Ja? Die Infrastruktur, auch was jetzt anbelangt, die Verbindung, zum Beispiel die Nord-Süd-Verbindung, da brauche ich meine, nicht nur, weil ich von Linz oft runterfahre, aber die Nord-Süd-Verbindung auch mit der Bahn, das ist schon ein Thema, wo sich, glaube ich, auf Landesebene sicher mal eine Stimme erheben muss, und da müssen wir was machen. Ja. Und so gibt es noch einige andere Themen. Grundsätzlich muss ich sagen, ist mit Sicherheit, glaube ich, schon erkannt in der Steiermark, dass die Industrie ein wesentlicher Bestandteil auch des Wohlstandes des Landes ist. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht anfangen, in die gleiche Kerbe, dass wir natürlich zum Teil schon massiv überadministriert sind. Also was die ganzen Behördenverfahren und so weiter anbelangt, wenn wir Investitionen tätigen, dass die Entscheidung für die Investition und so weiter, sind wir gefordert, schnell, reaktiv. Ich habe gesagt, die Zyklen werden immer schneller. Und dann brauchen wir aber für Bewilligungsverfahren 1,5-2 Jahre. Das sind so Themenstellungen. Da wäre schon mein Petitum ans Land, auch da aktiv zu werden und zu sagen, wir müssen in unseren gesamten Behördenverfahren zum Beispiel wesentlich schneller werden, weil es hilft nichts, wenn wir in einem Jahr reagieren auf einen Zyklus, auf der anderen Seite in den Bewilligungsverfahren so lange brauchen. Da gibt es, aber ich möchte jetzt bitte nicht in das Aufzählen dieser Themenstellungen kommen. Ich glaube, dass es da mit der Industriellen Vereinigung, mit der Wirtschaftskammer eine vernünftige Wissensbasis gibt und da bitte ich um das offene Ohr des Landes auch. Da habe ich jetzt noch eine Frage, was empfehlen Sie eigentlich einem HTL- oder Diplom-Ingenieursabsolventen, wenn er sich für die FÜST entscheidet? Oder was erwarten Sie sich von dem? Und Sie haben jetzt erwähnt, dass die Zahl der Lehrlinge oder der Anwärter für Lehrlinge recht gering ist. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal gelesen, dass vor allem jetzt bei den geprüften schwächen Jahrgängen Leute kommen, die eigentlich unter normalen Umständen keine Chance auf einen Lehrplatz hätten. Wie wollen Sie das ändern? Wo steuern Sie dagegen? Also zuerst einmal zu den Empfehlungen. Kommen Sie zu uns und bleiben Sie.
Wir bieten wirklich, ich glaube, einen sehr interessanten Arbeitsplatz. Wir bieten unseren Leuten auch Weiterbildung, Fortbildung. Ich möchte es nicht den amerikanischen Traum hier vorleben, aber es ist wirklich, hier hat wirklich jeder eine Chance, sich sehr gut zu entwickeln. Und wir sind sicher ein sehr interessanter Arbeitgeber. Das Zweite ist, ich sagte ja, ich meine, wir versuchen durch kompensatorische Maßnahmen das Bildungsniveau dort, wo es notwendig ist, dorthin zu bringen, damit wir erst mit unseren Ausbildungen aufsetzen können. Jetzt möchte ich nicht alle jungen Leute, bitte wirklich nicht falsch verstehen, über einen Kamm scheren. Es ist halt nur so, wie Sie richtig gesagt haben, früher sind 3, 4 junge Leute für diesen Arbeitsplatz, man hatte sich, können sie besten auswählen. Heute haben wir noch immer sehr gute Leute, aber die Anzahl derer, die wir nachschulen müssen, wird größer. Und wenn es die geburtenschwachen Jahrgänge kommen, ist das ein mathematischer Terminus. Ja? Und das ist ein Thema, das kann eigentlich die Industrie oder auch wir nicht allein lösen. Da müssen wir wirklich über die Bildungspolitik nachsetzen und über die Möglichkeiten auch, wie kann man jetzt überregional hier vielleicht unterstützen, um aus Regionen, wo man noch mehr Angebot an jungen Leuten hat, die auch vernünftig zu uns zu bringen. Wir werden da sicherlich unseren Teil dafür beitragen, aber dann sollte auch die öffentliche Hand was beitragen. Und setzen Sie schon Anreize, weil es, die Obersteiermark ist ja auch ein Gebiet, wo die Abwanderung ziemlich eingreift und damit Leute auch eben dort wieder hinkommen, also von der Österreich. Naja, Anreize, schauen Sie, wir gehen sehr stark an die Öffentlichkeit, wir präsentieren uns jetzt nicht nur expressis verbis, sondern wirklich nachvollziehbar als hochinteressanter Arbeitgeber mit Zukunft. Wir bilden aus, wir bilden überproportional stark aus, ja, auch in der Weiterbildung. Wir haben bitte, wer hört das an, wir haben, unsere Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt. Wir haben eine Mitarbeiterbeteiligung knapp an den 15%, das heißt, unsere Mitarbeiter partizipieren auch am positiven Erfolg des Unternehmens. Ist auch eine außergewöhnliche Situation. Ich glaube, dass wir unsere Möglichkeiten weitestgehend ausschöpfen, um attraktiv zu sein und Leute anzusprechen. Danke. Eine kurze Zusatzfrage. Das heißt, Bildungszielerreichung ist ja vor kurzem dieser BIFI-Bericht veröffentlicht worden, glaube ich, jetzt vor 3 Wochen. Ne? Das heißt, man kann es verkürzt sagen, Bildungszielerreichung korreliert unmittelbar mit Arbeitsplatzabsicherung. Und die zweite Frage, Sie sind ja in einem hochtechnologischen Bereich. Da ist ja quasi der Schutz der Intelligenz von IPRs an und für sich bedeutet. Inwieweit verfolgen oder betreiben, oder sind Sie da involviert in diesen ganzen, von Innenkommissar Barnier, diese ganzen Entwicklungen? Mein Eindruck ist, die EU-Kommission ist derzeit nicht besonders konsolidiert in der Absicht, wie sie das europäische IPR-Strategie gegenüber den USA, gegenüber Asien durchsetzt. Nein, sie sprechen wenn ihre Pulver nicht, jetzt beispielsweise das Verfahren für ihre Pulver nicht abgesichert werden kann, dann sichert die Technologie am Zweck. Ne? Also das internationale Patentrecht ist an und für sich schon in Ordnung. Ne? Und wir betreiben das auch sehr professionell. Und also in USA, muss ich sagen, USA steht hier voll, ist ein absolutes, fundamentales Recht. Jetzt ist es natürlich so, dass in China, gerade was China anbelangt, aus der Vergangenheit heraus schon Realität ist, dass die Chinesen die Sicherstellung der intellektuellen Property, dass die das nicht so mit dem gleichen Augenmaß nehmen wie wir. Die Chinesen haben vielmehr den Eindruck, man sollte stolz sein, wenn man kopiert wird, weil dann ist man gut. Ne? Aber das ist, muss ich auch dazu sagen, eine Entwicklung, die auch in China zunehmend eine höhere Rechtssicherheit darstellt. Ja? Es ist natürlich schon so, dass wir uns sehr, sehr genau überlegen, was wir nach China transferieren, jetzt im Sinne der Wertschöpfung oder der Leistungserstellung, da schauen wir schon sehr genau hin. Ja? Es ist ein anderer Kulturkreis, es ist ein anderer Zugang zu dem Ganzen, aber ich glaube, es ist beherrschbar. Oder wir wissen, dass es beherrschbar ist. Und sehr langfristig, schauen Sie, China wird in den nächsten 10 Jahren
vom Schwellen- oder vom Emerging Market zum reifen Markt werden. Und da gibt es auch Entwicklungen in der Rechtssicherheit, in der ganzen Thematik, die sich da anfühlen. Wo sieht man es am meisten? Es sind nicht nur in der Wirtschaftlichkeit, das jetzt in China drin die ersten Unternehmen, auch im staatsnahen Bereich, Konkurs gehen. Das hat es bitte vor 5-6 Jahren unmöglich gewesen. Ne? Das ist jetzt ein Negativbeispiel, aber es ist auch dort, dass der Markenschutz in China ist. Also wir haben zum Beispiel einige Themen gehabt, wo wir auf eine Messe gekommen sind, auf einmal sind, ist dort der Stand gewesen von einem Chinesen und da ist oben gestanden ASAP, also nicht für Österreich, bin über ASAP unser Unternehmen. Ne? Wir haben den verklagt, bitte, der ist auf Schadenersatz, der jetzt mit einseitiger Verfügung ist, das jetzt früher auch nicht gegeben. Nicht? Wenn du zur Behörde gekommen bist, hätte ich gesagt, bitte gefreut euch, dass euch einer kopiert, nicht? Und hätte neben Parkschi sein. Also es ist schon so, dass sich China dahin entwickelt. Aber natürlich ist die Sicherstellung des Know-hows wesentlich. Wobei ich viel mehr Angst heute noch habe, muss ich sagen, oder Befürchtung, Angst und Geld haben die Steirer noch nie gehabt. Aber Befürchtung habe ich, dass natürlich durch die Digitalisierung, durch die Vernetzung und so weiter, ist die Gefahr des Absaugens von Wissen und von viel Gefährliches. Das hat aber jetzt nichts mit China zu tun. Das hat eigentlich, das ist auch im Westen so. Ja? Und wenn Sie heute da in eine Cloud hineingehen und die ganzen Digitalisierungssysteme und so weiter, die sind Cloud-basierend. Ja? Da ist auch noch viel zu überlegen, wie kann ich da schützen? Weil wenn ich heute über ganze Prozesskette digitalisiert habe, mit allen Informationen, mit allem Drum und Dran, und das in einer Cloud abgelegt habe und da steigt mir einer rein, dann holt er quasi eine Innovation von 5 Jahren innerhalb von Millisekunden auf. Ja? Also das sind Themen, die uns eher noch mehr beschäftigen, als wie jetzt zu sagen, ja, die Chinesen, da sind wir eigentlich mit Patenten relativ gut abgesichert. Vorerst letzte Frage in diesem Setting, bevor ich vorschlage, dass wir Erfrischungen servieren dürfen und ein paar Snacks. Und dann hätte ich auch bitte. Ich schon. Ja, es ist schon. Wir haben deinen Hinweis schon richtig gedeutet. Herr Dr. Liebmann, bitte. Noch einmal zum Unterschied Automotive-Luftfahrt. Ich glaube, bei der Automotive braucht niemand Ihnen was vorwerfen, da weiß man, die Föst hat ewig Jahrzehnte Know-how-Vorsprung, wenn ich mich nur erinnere, vor etwa 25 Jahren hat sogar die Magna Europe im Joint Venture mit der Föst begonnen, um den Markt zu starten. Aber was mich interessiert, man hört immer, Luftfahrt ist so viel, die qualitativen Anforderungen und Requirements sind so viel höher. Materialien, wenn es jetzt Spezialstelle sind, die müssen so viel komplizierter und dementsprechend auch teurer sein. Ist das wirklich immer so? Oder wenn ich jetzt nur Außenhaut hernehme, Exterieur, ist das mit dem Internet eh manchmal dasselbe Blech, das verwendet wird? Ist das immer so viel komplizierter und sophisticated? Ja. Ich glaube auch für die Föst-Gruppe ein relativ neuer. Das ist eine sehr komplexe Frage. Außenhaut ist Aluminium bei Luftfahrt, aber ich kann es also auch für uns so beantworten. Die Luftfahrt ist, und das klingt jetzt fast antagonistisch, in Wirklichkeit in weiten Bereichen ein leistungsstandardisiertes Industriesegment. Ja? Das heißt, natürlich hat die Luftfahrt hochkomplexe Werkstoffe in irgendeiner Form, aber sie hat in erster Linie irrsinnig starke Eintrittsbarrieren und dann auch Prozesskontrollbarrieren. Ja? Das heißt, ich baue schon eine Nickelbasis auch in der Luftfahrt ein, die ich zum Beispiel in einer Öl und Gas auch verwende. Nur die Luftfahrt verlangt wesentlich höhere oder enorm höhere Prozessstabilitäten, ja? Eine minimalste Abweichungstoleranz, die Nachvollziehbarkeit und. Ja? Bis hin, dass ich im Ofen, im Wärmebehandlungsofen, muss ich was gut dafür Sensoren anbringen, damit der weiß, wie dieser Schmiede-Rolling dort, wie da an dem Eck und am anderen Ende die Temperaturführung war und so weiter und so fort. Ist aber im Grunde genommen das gleiche Material, kann sein, das ich auch in einen Öl- und Gas-Einsatz bringe. Ja? Das heißt also, die Differenzierung dort ist jetzt nicht unbedingt jetzt das reine Material, sondern ist die Prozessstabilität.
Um die zu erreichen, dauert es nicht nur unendlich lang, sondern bedarf auch komplexer und auch kostspieliger Prozessstrukturen. Ich brauche viel mehr Mitarbeiter, die sich in der Qualitätssicherung und so weiter und so weiter abbilden. Ja. Trotz aller Targets for Excellence und Formulierungen, so, und wie die alle heißen, die man schon hat. Die man schon hat, ja. Richtig. Und jetzt sind wir natürlich dabei, das, soweit es geht, zu digitalisieren. Und wieder gerade Digitalisierung 4.0, gerade in der Luftfahrt, ein großer Evolutionär, kein disruptiver, aber evolutionärer Schritt in der Prozesskette sein. Ja? Weil disruptiv ist in der Luftfahrt sowieso nichts, weil das ist alles viel schwieriger, was Neues zu bringen, eben genau aus diesen Gründen. Sie brauchen zum Beispiel eine Zulassung für gewisse Teile, da müssen Sie so viele Lastwechsel fahren, dass Sie 5-6 Jahre fahren müssen, bis Sie überhaupt eine Zulassung kriegen. Ja? Nur aus den Lastwechseln heraus. Und zu Ihrer Frage, das ist, kostet zwar viel, aber es ist nicht immer so, dass was sehr viel kostet, dann das auch so teuer ist, dass man sehr viel Gewinn draus macht. Das ist leider Gottes nicht immer der Fall. Also auch die Luftfahrt ist kompetitiv. Aber wenn du die Prozesse beherrschst und so, dann liegt die Luftfahrt durchaus in der Ergebniserwartung oder Ergebnisziel, das sich die Voest als Gesamtes gestellt hat und darum auch die Luftfahrt für die Voest-Turbine ein wesentliches Element der Weiterentwicklung. Aber doch, beruhigend. Erlauben Sie mir trotzdem, Herr Professor, die letzten 10 Sekunden noch einmal, Kinder. Sie haben Steiermark so gelobt, auch wegen Universitäten und FHs, der Ausbildung wegen. Wie sind Ihre Erfahrungen in Ihren chinesischen Universitäten? Da gibt es zwar sehr, sehr viele und Millionen Leute kommen in den Arbeitsmarkt, aber die haben noch nicht all diese Studiengänge, Mastergänge, die es in der Steiermark gibt. Wie zufrieden sind Ihre Leute in chinesischen Lehrern, mit chinesischen Studienabsolventen, die zum Arbeiten gehen? Also, das lassen Sie mich so beantworten. Die Masse allein macht es nicht, grundsätzlich. Die besten Erfahrungen haben wir eigentlich mit chinesischen Absolventen europäischer und amerikanischer Universitäten. Es ist die Mentalität der Chinesen. Die Chinesen, und das war auch nicht alle gleich, das ist wieder mal die Taiwan-Chinesen stehen an der Spitze und dann die von der Ostküste, sind unheimlich wissensbegierig, unheimlich leistungsorientiert, sehr flexibel, in jeder Hinsicht sehr flexibel. Und wenn Sie aus Europa und Amerika kommen, können Sie das Potenzial umsetzen. Wenn Sie von den chinesischen Universitäten kommen, sind Sie uniform gedrillt. Das heißt, wissend, aber nicht gestaltend. Ja? So gesehen, man muss aber sagen, dass natürlich das Ausbildungsniveau in China massiv steigt auch. Das ist mit Sicherheit keine Frage. Herr Böhmann-Schirotter, vielen Dank. Ich habe eine Bitte, dass Sie noch ein bisschen bei uns verweilen. Ja, gerne. Aber allerdings in einem anderen Setting, vielleicht in einem etwas entspannenderen Setting. Vielen Dank für die vielen Informationen. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren neuerlichen Besuch in Zukunft, wenn Sie wieder einiges uns zu servieren haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen herzlichen Dank noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Gerne. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, dass es jetzt in den vergangenen 20, 25 Minuten tatsächlich enorm heiß geworden ist, aber das war der erste Sommertag heute. Ja. Danke und wir melden uns mit neuen Themen bei Ihnen. Dankeschön.